Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur einzigartigen, aufkopierten, niemals erreichten und selten übertroffenen Giga-Liga-Live-Sendung, dem Mitmachformat hier auf giga.de. Heute mal mit meiner einer, da sich Maximilian Stettenbauer auf den World Cyber Games Österreich befindet und dort anderen Interessen nachgeht, soll ihm verziehen sein, wir sind ja hier im Hause. Noch mehr. So, wir werden heute Trackmania Nations Forever spielen. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich mich die letzten Tage intensivst mit Trackmania Nations auseinandergesetzt habe. Dummerweise mit dem Vorgänger ohne das Nations. Ich werde mal gucken, ob ich trotzdem ein bisschen konkurrenzfähig sein werde. Werfen wir da mal einen Blick auf die Giga-Liga-Seite. Dort haben wir ja alle Spiele, die gespielt werden. Und dann einmal einen Blick auf die Tabelle der Giga-Liga Live. Ja. Übrigens wurde mein Rechner frisch aufgesetzt. Ich wollte eigentlich auch noch ein zweites Spielchen spielen, ist aber noch nicht drauf. Deswegen wird es heute nur bei Trackmania Nations bleiben. Und zwar haben wir auf Platz 1 den Bombino mit einer unfassbaren Win-Serie von 203-0. Nur annähernd so gut ist hier nur Bimbia mit 151-0. Auf Platz 2 aber noch Andersen 76. Da müssen wir mal gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ein Freund von mir, der Kasper, der hat auch schon Ambitionen angekündigt, dort mal ein bisschen mitzumischen, weil ihn die 203-0 doch sehr angespornt hat. Der spielt eigentlich auch nur das alte Trackmania, aber ich werde ihn dazu anstacheln, Trackmania Nations Forever zu spielen, genau wie ich es gleich mit euch tun werde. Also, wir machen ein klitzekleines bisschen Werbung, kennt ihr auch von den anderen Jungs. Danach Trackmania Nations Forever gegen den Flo. Wir befinden uns schon auf dem Giga-Liga-Fun-Server, der mir wärmstens empfohlen wurde vom Michael Bister. Und ich drehe schon meine ersten Runden. Ich lade euch natürlich herzlich dazu ein, mitzufahren hier bei der Giga-Liga Live. 21. Platz. Naja, Flo, das geht, da geht mehr. Schön mit Sound wird auch mehr gehen. Und zwar ist es ein recht simples Spiel. Zumindest von der Grundidee her. Autorennen, schnellste Runde fahren. Gut sein, ja. Oh. Bande immer schlecht, weil Bande kostet einen unglaublich viel Zeit. Schauen wir mal, wer hier alles gleich auf dem Server unterwegs ist. Ja, das darf ich nochmal machen. The Headots, irgendwer, dessen Namen ich überhaupt nicht sehen kann. Dilek. Vor mir fährt, glaube ich, der aktuell zweite. The Headots, ja. Muss ich mal gucken, dass ich mich so ein bisschen an den Rand klemme. Ach, die Katten, die feinen Herren. Ach so, ja. Also man kann hier offensichtlich, ich kenne die Strecke nicht, aber man kann hier offensichtlich den ersten Looping auslassen, was heißt, dass man einiges an Zeit spart, nennt sich dann Cutten. Werde ich natürlich jetzt auch anstreben. Und zwar einfach hier rumfahren. Frechheit, aber gut. Nur so erreicht man dann auch die Topzeiten. Ihr seht, schon eine Sekunde schneller war ich als bei meinem letzten gültigen Versuch. Ich schätze mal, den kann man auch cutten. Jawohl, ach. Der Flo auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit. Einfach ein bisschen sich hier den lokalen Gegebenheiten angleichen und schon eine bessere Zeit. Naja, Platz 32. 30 Sekunden ist hier so mein Ziel, um aufs erste Tableau zu kommen. Aber ich bin ja auch erst einmal mit dem Cut hier gefahren. Sah schon besser aus. Bisschen Zeit verloren. Ja, Trackmania Nations hat ja schon eine lange Tradition in der Giga-Liga Live. Wurde unter anderem auch vom Gregor sehr gerne gespielt. Mist, jetzt habe ich vergessen zu cutten. Das kostet mich wieder wertvolle Sekunden. Platz nochmal Zeit nochmal verbessert. Platz leider nicht. Liebe Leute, wenn ich einen von euch grüße, wollen noch alle anderen auch gegrüßt werden. Oder wie handhabt man das hier? Okay, das probiere ich nochmal. Geht besser. So, hallo Flammenschnell und Normalrobe? Was für ein Name, Normalrobe? Ne? Unglaublich. Ich glaube, wir sollten uns aber auch darauf konzentrieren, hier gute Zeiten zu fahren und nicht allzu viel zu grüßen. Denn all das können wir natürlich als Training gelten lassen für die Giga-Liga Live, in der es ja, nein, fantastische Preise zu gewinnen gibt. Und wo es um Ruhm und Fame geht. Also wer von euch... will ich aber auch mal konzentriert fahren. Wer von euch eine ähnlich gute Windstrecke wie Bambino hinlegt, Respekt, ja. 253-0 hat der gute Herr momentan. Und das ist eine Leistung, die man so schnell, glaube ich, nicht wiederholen kann. Was? Kluzi, fix! Was ist denn hier los?
Ich reihe mich ja hier ein in die Tradition der Nichtskönner hier, der Totalversager bei Giga Giga Live, wie man das gewohnt ist von meinen sonstigen Mitmoderatoren hier. Und ich wollte mal eigentlich zeigen, dass ich zumindest im Trackmania nicht der Schlechteste unter der Sonne bin, aber läuft gerade nicht rund. Hat ja keiner gesehen, war ja durch, ne? Durch ist durch, wird keine gute Zeit, aber ich denke, das schaffe ich nochmal in einer guten Zeit. Nein, schaffe ich leider nicht. Naja, Platz, wie viel habe ich denn hier so? Ich werd hier schon, ne? Flo, du fährst besser als Maxi und Rico. Habe ich übrigens Screenshot von gemacht und werde ich auch ausdrucken und den anderen hier mal zeigen, nicht wahr, Herr Wister? Ja, ich glaube, jetzt habe ich einen neuen Job gewonnen. So, warten wir auf die nächste Strecke. Und fahren dann nochmal. Und ich hoffe, auch das wird nicht so eine ganz komplexe sein. Wir hatten vorhin hier im Warmzocken eine Nachtstrecke. Im Dunkeln bin ich ja nicht einmal durchs Ziel gekommen. 5 Minuten fährt man. Die beste Rundenzeit wird gewertet. Wer natürlich die beste Rundenzeit hat, gewinnt hier. Dann gibt es auch eine interne Trackmania-Rangliste. Könnt ihr mal sehen, wer die Zahl, die dahinter steht. Je niedriger die ist, desto besser ist der Fahrer. Wie gesagt, ich bin normalerweise im Trackmania Nations unterwegs. Fahr dort besonders auf amerikanischen Servern aufgrund meiner Nachtarbeit, sage ich einfach mal. Da wir immer zum 0 Uhr arbeiten, fahre ich dann halt danach. Und da sind auf den amerikanischen Servern dann mehr Leute unterwegs. Wer mich im Trackmania Nations mal ein bisschen mit mir fahren will, Flosen heiße ich da. Ich denke, jetzt werde ich da ganz schön gespammt. Und fahr auf dem DH-LOL-Server in Amerika. Können wir uns ja heute Nacht mal ein bisschen treffen, ein bisschen rumheizen. So, irgendwie lädt die hier ganz schön lange, die Map. Scheint eine richtig große zu sein. Da ist sie. Dann bin ich aber mal gespannt. Da muss jetzt aber auch was kommen hier. Bei den Ladezeiten. Vorher sieht man immer schön einmal die Map im Overview, die Strecke. Ja. Ja, da ist schon ein bisschen was. Probieren wir es einfach mal aus. Ne? Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie definitiv nicht. Ich kenne eigentlich keine der... Boah, jetzt ruckelt es aber bei mir hier wie Sau. Ich kenne keine der Trackmania Nations Tracken. Ich kenne halt nur die Nations Forever. Oh, sowas kann man noch ausbügeln. Kleine Fahrfehler kosten eigentlich nur Geschwindigkeit. Erste Runde sollte man eigentlich immer nutzen, um sie, sagen wir mal, moderat zu fahren. Einfach um so ein bisschen sich an die Strecke zu gewöhnen. Damit man weiß, wo es lang geht. Elemente sind natürlich wiederkehrend. Erkennt man eigentlich auf jeder Strecke. Oh, da habe ich zu viel Geschwindigkeit verloren, glaube ich. Kennt man aus. Auch von anderen Strecken. Nee, geht gerade noch gut. Tamara hat das Spiel verlassen. Mal gucken, ob ich jetzt hier genügend Geschwindigkeit aufnehmen kann. Nein, auf keinen Fall. Ja, da muss ich ganz von vorne anfangen, glaube ich. Solche langen Wallrides mag ich überhaupt nicht. Muss ich noch dazu sagen. Probieren wir es nochmal, komm. Jetzt einmal durch den langen Wallride. Dann bin ich schon mal zufrieden mit meiner heutigen Leistung. Streckenzeit hier 44 Sekunden. Eigentlich mag ich auch lieber Short Tracks, wo man öfter die Möglichkeit hat, gute Zeiten... Bisschen stabilisieren. Gute Zeiten zu erzielen. Und nicht wirklich... im Endeffekt nur 2-3 Runden fahren kann. Das ist ja bei so einer knapp 1-Minuten-Strecke ist es ja so. So, ab in den ersten Wallride. Stabilisieren. Nicht ganz einfach. Und hinterher. Ich streng mich an, liebe Giga Giga Live-Zuschauer. Das kann man mir hier aber nicht abspenstig machen, nicht wahr? Ich gebe mir wirklich die größte Mühe. So, jetzt hier nochmal mit Schwung in den langen Wallride. Na? Komm, liebe Leute, fürs erste Mal, da muss man aber auch mal ein bisschen Respekt haben vor dem Alter und dem Ziel. Platz 39 von, schauen wir mal nach, 39 von 79, ja, vom ersten Mal durchgekommen, bitte euch. Die Giga Liga Live hier bei Giga ist eines der schönsten Formate, muss ich ja sagen. Denn nirgendwo ist man sonst so nah an der Community dran. Das macht einfach Spaß, mit euch direkt zu interagieren, zu spielen. Gibt natürlich auch noch jede Menge andere Spiele. Wer das jetzt hier gerade zum... Hat ja keiner gesehen. Wer das hier gerade zum ersten Mal sieht, es gibt auch noch zum Beispiel Tetris, haben wir hier schon mal vorgestellt. Dann wird öfter mal Bass gespielt, ein Ratespiel.
oder aber auch Playray-Spiele, zum Beispiel Minigolf, mag der Maxi ja persönlich sehr, sehr gerne. T-Wars, auch ein grandioses, fantastisches Spiel für zwischendurch. Phil und ich überlegen, ob wir nicht noch irgendwie Gunbound hier reinkriegen. Das ist ja Phils persönliches neues Lieblingsspiel. Weiß nicht, ob ich hier jetzt noch genug Schwung kriege. Ja, müsste ich eigentlich. Aber da wird die Zeit natürlich nicht reichen für einen neuen Rekord von mir. Für eine neue Bestzeit. Merkt schon, ohne die nötige Streckenkenntnis kommt man bei euch auf jeden Fall nicht unter die Top 3. Hier auf dem Fun-Server. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei der Giga-Liga.